Hallöchen und herzlich willkommen bei einem neuen Stream bzw. Aufnahme von dem Spiel Half-Life 2 mit dem Cinematic Mod. Alles etwas aufgehübschter und schöner grafisch dargestellt. Und im letzten Mal bin ich ruckartig gestorben, wäre ja, das erste Mal. Aber auf jeden Fall geht's dann hier gleich los. Hallöchen und herzlich willkommen. Schnell noch mal was gecheckt. OBS auf. Alles soll ja seine Richtigkeit hier haben. Dann wollen wir mal laden. Hallo. Hübsch ist er, der Bub. Hübsch ist er. So, jetzt muss ich nochmal schnell was nachschauen. Wie viele Folgen hatte ich denn eigentlich? Drei Folgen hatte ich vorhin aufgenommen. Okay. Das heißt also, dass das jetzt die vierte ist. Das waren ursprünglich mal zwei gewesen. Wenn ich mich recht erinnere. Glaube. Den sollte ich etwas runter machen. Na, komm. Immer dieses Rumgucke und Rumprobiere hier. Komm. Die Ammo wird knapp. Hat denn da jetzt so geschrien? Weg mit euch. Könnt ihr mir jetzt nicht gebrauchen. Wieder diese kleinen Mistviecher angelaufen. Ich sehe es schon kommen. Hier ist nix. Ist auch nichts. Aber atmosphärisch sehr düster. Ja.
Bisschen Ammo sparen. Wird ein bisschen mit der Crowbar reingegangen. Der eine hat wieder Spaß. Unser Matrix-Pastor. Geht's nicht weiter? Und solange unser Matrix-Pastor Spaß hat, ist es doch wunderschön. Da oben ist der andere Kollege. Jetzt hingesprungen. Hier, Bruder. Ja, Bruder. Komm näher. Nein, ich hab Angst. Das ist dein Werk. Oh, ein Mann nach meinem Sinn. Hier ist eine passendere Waffe für dich. Du wirst sie brauchen. Fang! Gut, halt sie am Körper. Natürlich! Ich halte dich folgendes Ziel auf den Kopf. Still. Sie kommen. In Ravenholm gibt es kein Ausruhen. Geh, wir treffen uns bei der Kirche. Balsam für deine Leiden, Kind. Was für Leiden? Ist gar nicht, was du meinst. Leide doch gar nicht. Die anderen werden leiden. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm her, komm her. Komm zu Papa. Oh. Meine Maus hängt, das Kabel. Munition und Leben. Einfach mal die Tür zumachen, das kommen die bestimmt von hier oben. Ist doch mehr wie einer da draußen. Ah. Blödes Mistviech. Komm doch, komm doch. Komm doch, komm doch, du Eierloch. Schon gesehen, ich hab dich schon gesehen. Der nächste kriegt eins mit einem Regal übergebrezelt. Oh. Hätte ich das Regal doch mitnehmen sollen. Haha. Langsam bewegt sich mit der Fahrtruhe abwärts ins Grauen. Ach ja, der schmeißt ja mit so komischen Viechern um sich, der Hund. Oh, guck schon, das sind so Ninja-Headcrabs. Unten angekommen, sich mir das düstere Elend zu Gesicht gezeigt. Sie wollten mein Gesicht fressen. Doch ich mich tapfer gewehrt. Ein wenig Schrot in ihren Körpern hat sie aufgehalten. Vorerst. Wer schreit denn da? Ich krieg Angst.
So, was haben wir hier? Brüste. Noch mehr Brüste. Draw your sword, Rashira. Ja. Brüste, Brüste, Brüste. Ist okay, die Spieleentwickler haben es ein bisschen mit Brüsten, ne? Lade Daten. Als ich durch die düsteren Straßen des Dorfes entlang ging, überkam mich die Angst. Komische Geräusche kamen von überall her. Ich konnte sie nicht zuordnen. Doch mein Weg führte weiter die Straße lang. In der Angst. Wow, 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 wow. Weiter geht's, danke. Oh, warte, vielleicht kann ich den Kollege hier hinlocken. Okay. Ich habe versucht, ihn zu zerteilen. Doch er ist weggeflogen wie ein Stück Papier. Diesen Zustand nenne ich Flying Head Crab. Ist ja noch so einer. Wow, 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 wow. Das Geheimnis des Überlebens hier lautet, sei schneller als sie. Ziele genau. Auf die Köpfe. Die Schwachstelle sind immer die Köpfe. Hier hat jemand Schießübungen gemacht. Mit etwas Rotmunition. Okay, jetzt sind wir fast gestorben. Oh, 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 warte. Nein, weg. Oh, scheiße. Nicht tot. Wie wird es weitergehen? Wo soll ich lang? Ich weiß es nicht. Die Dinger springen immer nur hier rum. Vielleicht führt mich mein Weg nach unten. Direkt hinterher. Direkt mit der Crowbar rein. Zack. Was war denn das für ein Gejammer? Stell dich nicht so an, Kollege. Das heißt für mich, ich muss wieder zurück. Da ist noch irgendwo einer. Aber in welche Richtung hat mich mein Weg geführt? Da ist er! Dass du wegkommst!
bin ich denn jetzt eben hochgekommen? Da muss ich doch hoch. Ja. Da drüben. Hier. Jetzt habe ich mich verlaufen auf meinem Weg des Grauens in dieser österlichen Stadt der Einsamkeit. Aber die Levelgestaltung, ich kann es nur immer wieder in jeder Folge sagen, sieht wunderschön aus. Individuell sind viele kleine Gimmicks versteckt. Ich möchte nicht sagen, dass es in dem Original im Half-Life 2 nicht so ist, aber in diesem Cinematic Mod nochmal etwas schöner das Ganze. Hier war, glaube ich, noch ein bisschen Schrotmunition. Yep. Wir lassen nichts zurück an Munition. Wir werden sie brauchen. Ich schrie ihn an. Mit den Worten: Setz dich! Geht's nicht lang? Rüber, Bruder. Bruder hat mich gerufen. In der Verzweiflung wendete er sich an den einzigen, an den er sich wenden konnte. Gordon Freeman. Was ist da hier? Any Crapsies? Ach Gott, da kommen hier noch mehr. Kein Problem. Warte. Ladedaten. Er kann gerne Daten laden. Hilfe! Mit der Pistole bin ich nicht so gut. Lieber nicht. Bin ja wieder runter. Lieber in den Keller. Ich verstecke mich lieber im Keller. Oh nee, auch keine gute Idee. In einer Zombie-Apokalypse immer dran denken. Auf den Kopf. Dass ihr Hirn muss zerschmettern. Dann ist er bewegungsun... Hä? Die Tür ist einfach in einem Fall aufgegangen, oder? Naja, gut. Blödes Vieh. Warum muss ich eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir mal hier runter. Nein, da nicht.
Ah. Vergiftet. Nervengift bekommen. Vitali, schnell. Brauche ich Medizin? Na ja. Oh, 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 oh. Wenn hier die Tür aufgeht, würde ich sagen, oh, 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 oh. Ein bisschen Magnum Action muss sein. Wo ist denn jetzt mein Bruder? Mein Prosser. Ah, da bist du. Hier. Endlich. Ich sende dir den Karren, Bruder. Wird gleich da sein. Geduld, Bruder. Achte auf deine Deckung. Ja. Ich versuche es. Wir dürfen ja gleich erstmal alle hochgeschossen kommen. Da oder da? Das ist schon der erste. Wo ist denn der Karren jetzt? Wo ist denn der Chicken? Upsala. Also so sollte das eigentlich nicht laufen, gell, dass ich denen hinterher springe. Naja gut, jetzt muss ich halt den ganzen Weg wieder nach oben gehen. Voila. Kein Problem. Ich hab das im Griff. Brudi, ich hab das im Griff. Ja, ich höre dich nicht, wenn ich hier unten bin. Bruder. Ist das Ding jetzt endlich da, ja? Kann ich mich jetzt mal hier reinsetzen? Ja. Ja, Bruder, ich bin da. Bruder. Rudi, Rudi. Sei gegrüßt, Bruder. Endlich begegnen wir einander. Du solltest versuchen, meine Fallen zu umgehen. Sie sind das Werk eines Mannes, der früher müßig Unheil schuf und nun allein für das Seelenheil anderer lebt. Du hast sicher wenig Lust, in Ravenholm zu bleiben, also zeige ich dir den Weg zu den Minen. Was mich angeht, ein Hirte muss seine Herde hüten. Vor allem, wenn sie in Aufruhr ist. In Aufruhr nennt man das. Folge mir, Bruder. Wenn sie zu Zombies geworden sind. Doch sei behutsam. Dies ist heiliger Boden. Das ist heilig. Wo ist er hin? Da. Oh, sieht schön aus mit dem ganzen V hier. Faun. Ja, komm, weiter. Ich geh einfach mal vor. Hä? Wir sind jetzt da hingekommen. Wir sind hingeportet. Ah, schreien nicht so viel. Boah, ich kann nicht schießen, gell? Der macht das schon für mich. Falsch gedacht. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der mich einfach hier alleine? Ja, ja. Ziel auf den Kopf. Ich versuche es. Ich
Der eine hat richtig Spaß, gell? Der eine geht richtig ab. Er hat seine Berufung gefunden. Ist keiner da? Dann weiter geht's. Ja, komm zu mir, komm. Ich hab nur eine Sprechstange. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Ich hab Angst. Oh. Okay. Wir können die Zeit eigentlich gerade mal nutzen für ein bisschen Support. Instagram, hier bei Twitch und auch bei YouTube. Folgen, weil Support ist kein Mord. Immer auf dem aktuellsten Stand, wenn es neue Videos gibt. Folge mir. Schnell, Bruder. Ich versuche es, Bruder. Ich geh mal weiter, oder? Ich geh mal ein Stück weiter. Wow, wow, wow. Darin? Oder? Schnell, ich halte das Tor. Du? Mach jetzt hier einen auf Lone Ranger. Leb wohl, Bruder. Ich fürchte, ich sende dich ins Dunkel. Möge das Licht allen Lichts dich erleuchten. Suche deine eigene Erlösung. Jo! Sie haben ihn getötet. Oder er sich selber. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Los, die Tür zu. Über die Predische Halle. Ab in die Mine. Hä? Lebt er jetzt noch oder ist er? Hä, der ist doch gerade in Luft geflogen, der Kollege. Das rechte Bein hat's erwischt. Morphium, ich brauch Morphium. Sehr schön hier umgesetzt, das Ganze. Auf jeden Fall. Und mir ist etwas kühl. So, von hier kamen wir da noch etwas mit Leben. Wir sind voll mit Leben. Gesundheit ist auf maximalen Wert.
Die kriege ich euch am besten. Am besten direkt hin und eins mit der Crowbar ins Gesicht gedonnert. Okay, gut. Das war keine gute Idee. Jetzt bin ich tot. Aber das Prinzip haben wir verstanden, ja? Es sind sehr viele von diesen kleinen Mistviechern unterwegs. Die haben es nicht anders verdient, dass man sie abschießt. Was nur mal gesagt haben. Jo. Kurzen Prozess machen wir mit denen. Versuchen es zumindest. Da hinten ist noch einer. Normaler Headcrab nicht. Mistfisch. Dass du wegkommst, lass mich in Ruhe. Wir weiter in deinem Leben, aber lass mich in zufrieden. Da geht das nicht lang. Da muss ich sagen, dass wir hier vielleicht hier lang müssen. Ja. Oh, 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 chill! Aber ein nicht giftiges Headcrabchen. Oh, habe ich nicht genau geguckt. Explodier. Das nehmen wir nochmal mit. Leben und Muni. Oh Mann. Auf dem kaputten im Knie gelandet. Weil die Luft anhalle hier, gell? Okay. Dann sollten wir nicht direkt davor stehen, wenn das Ding angeht. Also, die haben aber trotzdem viel aus der Source Engine hier rausgeholt. So. Jetzt hinterher. Noch nicht. Wir warten noch mal kurz. Zack, zack. Jo. Jetzt wieder hoch. In Deckung gehen. Nach oben. So, das Ding läuft alles nach hoch, ohne, das ist kein Problem. Lade. Lade Daten. Highway 17. Also wir waren bei City 17. Jetzt sind wir bei Highway 17. Das Jüllefass. Das ist das Jüllefass. Komm her. Ah, ist auf jeden Fall das Half-Life-Zeichen.
Na. Einfach weiter. Einfach lassen. Wenn ich will, der hat schon. Oh. Sieht recht big aus, also. Ist ein Sniper drin. Vorsicht. Erstmal. Nicht schlecht. Bei Black Mesa habe ich mich nicht so gut angestellt, um ehrlich zu sein. Oh, ist alles schön voll gewachsen, gell? Mega cool. Oh, oh, oh. Das ist die Patina der Map. Richtig schöne Patina, möchte ich behaupten. Meine Deckung. Oh, 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 da hat er wieder, wollte er wieder. Da hat er wieder, da wollte er wieder. Schneiden. Oh, 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 oh. Wir verkriechen uns einfach nach unten, unter den Waggon. In Sicherheit zu sein. Oh, Ernst. Sniper von oben raus. Von da. Den Hammer. Wir könnten auch mal das hier vorerst mal. Speichern. Hier gibt es schon etwas mehr Grenades. Ohohohoho, was haben wir denn hier Feines? Schuss auf dem Ballermann. Jetzt kommen nämlich schon ganz viele Leute, die man hier bestrafen. Okay. Ich dachte, dann wäre der große Ballermann. Oh, 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 oh. Oh, überrannt, übertreibe. Zumindest noch nicht, bin dabei. Zusammen und bringt ihn nach hinten, sobald es geht. Ja. Ah. Gordon Freeman. Getroffen. Du hast es nur geschafft.
Wir müssen ihm helfen. Schnell. Liegt auf einem kalten Boden. Wird erfrieren. Steh dir bei, ich geb dir Rückendeckung. Bruder. Ja, tschüss. Hier drüben, Dr. Freeman. Ja. Geh mal weg, Kollege. Mach mal zur Seite. Du hältst Wache da oben, ja? Ah ja, ist das Naomi Campbell oder? Na, schon wieder die Playboys hier. Ruski, Playboys. Dr. Freeman, ehrlich? Ja. Ja, hier. Ich hab mit Alex gesprochen. Ja? Ihr Vater wurde verhaftet. Hier drüben, Dr. Freeman. Ja, hast du auch einen anderen Satz? Wie hier drüben, Dr. Freeman? Unverzichtbar. Unverzichtbar. Ja, das Leben. Das hätte ich gerne. Danke. Ich habe Dr. Freeman bei mir. Ja. Du warst echt in Ravenholm Glück gehabt. Er ist jetzt in Nova Prospect. Die Vortigons haben das Schiff verfolgt, das ihn und Dr. Mossman entführte. Solange die Züge fahren, fahre ich damit. Und jetzt zu dir, Gordon. Ich möchte, dass du die Küste entlang fährst, bis nach Nova Prospect. Es war mal ein Hochsicherheitsgefängnis. Jetzt ist es etwas viel Schlimmeres. Aber man kommt sicher immer noch leichter rein als raus. Er soll die Küstenstraße nehmen? Zu Fuß kommt er dann nie an. Die Ameisenlöwen schlüpfen jetzt. Au. Darum melde ich mich, Leon. Hast du noch den Scoutwagen, den wir letzten Sommer dort ließen? Den, der mit der Taukanone bestückt ist. Jawohl, gute Idee. Moment nochmal. Noriko, bring den Buggy sofort zum Dock. Gordon Freeman wird ihn fahren. Ja, hab gerade noch einen Munitionsbehälter angebracht. Gutes Timing. Okay, Alex, wir sind bereit. Danke, Leon. Gordon, ich war seit mehr als einem Jahr nicht mehr auf der Küstenstraße. Dürfte aber immer noch unsicher sein. Ich werde im Zug Entladedepot sein. Ja. Ich passe auf mich auf, Herzchen. Mach's gut. Gut, Abfahrt. Tschüss, Alex. Tschüss. Medic. Hey! Was? Hey, ich brauche Medic. Ich bin Gordon Freeman. Wenn du im Wagen bleibst und die Klopfer nimmst, sollten dir die Ameisenlöwen nichts können. Ich sag der nächsten Basis, dass du unterwegs bist. Juhu. Hallo, Dr. Freeman. Ja. Der Wagen steht bereit. Danke. Steig ein, dann lass ich dich runter zum Strand. Ja. Die schießen den ganzen Tag mit. Schön am Hafen, das sieht richtig toll aus hier. Ah, minimalistisch alles. Hätte ruhig ein bisschen was schöner sein können hier. Also. Der Wagen steht bereit, Dr. Freeman. Ja, ich hab's gehört. Gut, geht doch. Turbo! Jetzt klappt doch wieder was nicht und jetzt fällt der Ton her. Mist, der Magnet versagt. Festhalten! Ach, ehrlich. Okay. Er war festgepackt gewesen. Darf ich jetzt auch mal hier langfahren, oder? Danke. Wow. Chill. Viel zu schnell. Ah,
Hoppa. Boah, so sollte man aufpassen. Ja, 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 ja. Einfach der Küste entlang, oder wo sollen wir hin? Vielleicht einfach hin jetzt. Wir fahren mal hier hoch. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den ich fahren sollte. Er sieht nicht danach aus. Ich glaube nicht, dass ich hier auf dieser Seite sein sollte. Mach doch mal weg, ihr Mistviecher. Hier geht eine Straße nach oben. Das sieht mir nach einem Weg aus. Also Neuerung natürlich hier in Half-Life 2. Wir können jetzt mit einem Auto fahren. Ein Hovercraft hatten wir auch schon gehabt. Erst da hatten wir einen Zug, den wir schneller und langsamer machen konnten. Immerhin. Oh, 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 er hat sich auf Turbo gedrückt. Ich weiß nicht, ob das hier richtig war. Nochmal zurück. Oh, schon wieder Turbo. Oh, oh, oh. Schon wieder hier fest, gell? Also. Ja, yeah. Wieder zurück am Anfang. Ist das nicht schön? Wunderbar. Da ist ja keine Hupe, gib Map Map. Map 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 Map. Zum Fast and Furious Getriebe mit 800 Gängen. Also, da ging es nicht lang. Wir versuchen es dann mal hier hoch. Geht jetzt schon wieder an dem Baum, gell? Vielleicht im Rückwärtsgang hier hoch. Wie wär's denn einfach hier? Jo, das sieht doch was aus. Das sieht doch noch was aus. Laden. Schwierig. Upsa. So. Da ist ab hier sperrt, würde ich sagen.
Zufällig ist hier ein Weg nach unten. Den werden wir mal runterfahren. Also die Steuerung von dem Ding hier, gell? Die ist ja richtig gut. Dass die richtige Seite ist, ich wage es zu bezweifeln. Ich bin nur hier lang. Häng ich schon wieder fest. Nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen, gell? Also das Ding soll die, glaube ich, fernhalten, wenn ich mich recht erinnere. Hier denn was zu holen? Ich glaube, hier gab es nichts zu holen, aber kann sich das Level-Design ja schon mal ein bisschen angucken. Alle Schiffe kaputt, alles abgesunken, alles abgesoffen, du. Das gibt's doch nicht. Na, läuft doch noch Schepp, der Kollege. So, das ist wahrscheinlich, der Bau der Königin. Bisschen leiser machen wir. Mach fort. Das wird jetzt der Königin Bau sein. Gibt es irgendwelche Kisten? Naja, zumindest eine Kiste, die wir mitnehmen können mit Muni. Mit Ammunition. Hier Turbo gedrückt. Gefährlich. Fahr einfach mal hier weiter. Den kann man auf jeden Fall nicht kaputt machen. Bin runtergefallen. Mhm. Da geht's weiter, ja. Probier mal mein Glück. Einfach mal jetzt hier weiterzufahren. Nicht da, nicht im Treibholz. Aber den Treibholz ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Gibt's ja auch ungenügend oder ausreichend an den Küsten. Geh ich mal von aus. Hallo, tschüss. Ciao, ciao. Da hoch oder ja, hier hoch. Weil durchs Treibgut können wir nicht. Ja.
I am Batman. Der ist gut. Der gefällt mir. Ich will gerade mal einen Screenshot von machen. Der war gut. Was schon wieder halbnackte Frauen hier überall. Steht hier? Fuck. Karma is fake. God is not real. All girls are worse. You suck. You son of a bitch. Langsam. Langsam. Der Wendekreis von dem Ding ist ja. Shilin. Da will ich gleich raus. So, vor die Stand, Kollege. Es freut mich, dass Sie noch leben. Sie kommen gerade zur rechten Zeit. Es tut sich nämlich was. Und was? Ja, ich komme gleich nach. Bist du für einer? Das ist eine Frau. Bist du für eine? Oh, 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 oh. Also. Wenn man Munition für eine Waffe einsammelt, die man noch nicht hat, dann heißt das, dass man gleich eine neue Waffe bekommt. Und das wird gleich die Raketenwerfer sein. Und wie eine Rakete. Oh, schöner Trecker. Noch zwei drin, da ist einer. Schöner Schlepper. Ja, jetzt warte doch mal, Kollege. Scheiß mal gucken. Wieder für Frauen. Immer nur irgendwelche Weiber an den Fenster hängen. So, jetzt kann ich hier runterkommen. Mit diesem Lenkraketenwerfer können wir Hubschrauber am ehesten abschießen. Gib her. Oh, hallo. Ich komme gleich rüber. So, wo war ich? Ach ja. Oha, was hat der für leuchtende Augen? Das Geschoss an der Verteidigung des Hubschraubers. Ich glaube, er hat zu viel an diesen Sandwürmern geschnuppert. Das wird den Feind zunächst nur irritieren. Ich glaube, sie sollte aber man nicht sie essen. Wenn sie lange genug überleben, um mehrmals zu treffen, fällt die Belohnung dafür umso höher aus. So, wer ist der Glückliche, der ihn im Gefecht einsetzen wird? Ich. Ach ja, Gordon Freeman. Natürlich. Wahrhaft ein Freiwilliger ohnegleichen. Ja klar, so bin ich. Colonel Odessa Cabbage zu Diensten. Hallo Colonel. Mist, ich sende nur schnell eine Warnung an den Leuchtturm. Dann helfe ich Ihnen. Mhm. Los, statuieren Sie an dem Hubschrauber ein Exempel. Natürlich. Jungs, ich zeige euch, wie das geht mit dem Hubschrauber. So, wo ist der? Der Kollege. Erster Treffer. Weiter Treffer. Treffer. Boom. Tschakka. Da. Der Euro. Der Euro ist im Fall. So sieht es nämlich aus in Deutschland. Der Euro, da liegt der Euro. Zack, zack. Wir haben seine Klöten, genau. Vor mir landet. Alles drauf. Schöne Musik wieder. Wir haben es erledigt, Kollege, gell? Wir haben es erledigt. Wolltest du nicht noch gerade mal so einen Funkspruch wegschicken, gell? So. Spiel speichern. Stunde Aufnahme. Ein kurzes Pinkelpäuschen wird gemacht.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Half-Life 2 mit der Cinematic Mod. Ich bedanke mich. Bis später. Bis nachher.